Einmal im Jahr treffen sich im Club der Besten die erfolgreichsten deutschen Athleten, alle eingeladen von der Deutschen Sporthilfe, um gemeinsam zu feiern. Und mit dabei auch ein Berliner, der es sich richtig verdient hatte. Jakob Schopf mag es nass. Neues Boot, alter Partner, Urlaubsfeeling. Im Club der Besten tauscht der Berliner Kanu-Weltmeister gemeinsam mit Max Hoff Paddel gegen Segel. Ich bin bisher nicht viel gesegelt, habe damit auch noch nicht viel Mut gehabt, außer Segler in meiner Klasse und mein Papa, der es manchmal hobbymäßig macht. War aber eine coole Erfahrung. Im Kajak-Zweier gehören die beiden zur Weltspitze. Im August sind sie Weltmeister geworden. Es war der bislang größte Titel für Jakob Schopf und gleichzeitig die Eintrittskarte für die Eventwoche auf Fuerteventura. 80 Topsportler aus Sommer und Winter haben sich mit ihren Medaillen qualifiziert. Die Belohnung für eine lange Saison. Doch so richtig Pause gönnen sich hier nur die wenigsten. Ja, es ist zwar nur ein Spaßspiel, aber irgendwie kommt dann doch der Sportler-Ehrgeiz durch. Ein letztes Mal abschalten vom Alltag und von seinem Lehramtsstudium in Berlin. In knapp einem Jahr beginnen die Olympischen Spiele in Tokio. Die Vorbereitung für Jakob Schopf aber schon am Dienstag.